Ja, huhu, hier wieder beim Koali und bei The Secret World. Wir sind hier im öffentlichen Stadtpark, wo wir das letzte Mal aufgehört haben mit unserer Kitty-Katze. Und wir müssen zu Jack and Wendys Pension. Gucken wir eben auf der Karte, wo die ist. Oh, die ist ganz schön weit weg hier hinten. Okay, laufen wir mal hin. Ich habe so ein kleines Problem mit dem Spiel, dass mein Kopfhörer manchmal nicht checkt, dass das Spiel eigentlich doch Ton von sich gibt und dann sich ausschaltet. Das ist eigentlich ganz merkwürdig. So, Heilung. Ja. Geld. Wir haben ja immer noch unseren Erfahrungsboost laufen, den wir auch möglichst ausnutzen wollen. Hier mit Klauen arbeiten. So, bisschen heilen. Heilen ist immer gut. So, jetzt kommen hier drüben schon etwas größere Viecher. Ein ertrunkener Bürger, der hat halb so viele Lebenspunkte wie wir haben. Da schmeißen wir mal unseren Streifschuss-Buff an. Und schauen mal, ob wir den platt kriegen. Ja, guck mal, der hat schon ordentlich Heilung. Und jetzt können wir auch den Verbraucher mal anschmeißen. Auch die Klauen. Ja, wir haben ja ordentlich gelitten, guckt mal. Fast die Hälfte unserer Lebenspunkte verloren. Also so stark sind wir dann doch noch nicht. Also die normalen Zombies gehen, aber guck mal, die geben auch 433 und der gab 1700 Erfahrungspunkte. Also vielleicht ziehen wir einfach jetzt auch mal ein paar von den großen. Komm, schieß, schieß. Das Zurückweichen ist hier auf der Straße ziemlich cool. Da kann er eigentlich gar nicht viel gegen machen, der Typ. Zack, schon tot. Ganz gut. Wir haben eine Kette gefunden. Und die ist sogar besser als die, die wir jetzt haben. Die macht zwar weniger Angriffswert, aber dafür haben wir mehr Gesundheit. Können wir mal ausrüsten. Finde ich okay. So, da ist noch einer von diesen Eumel. Müssen nur gucken, dass uns hinter, dass wir nicht hinter uns irgendwie Zombie-Horden haben oder so. Na, schieß. Ist fast dran. So muss das laufen, das gefällt mir. Bisschen Heilung. Und das gibt vor allen Dingen ordentlich Experience Points. Hier ist nochmal eine Gruppe normaler Zombies. Jetzt noch der. Sehr gut, sehr gut. Läuft bei uns. So, hier haben wir jetzt das Katzenstreu. Und hier haben wir noch ein Quest. Journey's End. Eine Notiz ist an die Tür geheftet. Ich habe meinen Mann nach einer Woche Ehe an den Nebel verloren. Er ist den Rufen gefolgt und wie viele andere ins Meer gegangen. Ich weiß nicht, warum ich verschont wurde, aber ohne ihn zu leben. Nun, da ich ihn gerade erst gefunden hatte, ist eine viel schlimmere Strafe als der Tod. Ich werde ihm zur Pier folgen und ihn entweder retten oder mich ihm anschließen. Zum Ende des Piers gehen. Ja. Wie ich dieses Szenario hier kenne, wird das kein gutes Ende haben. Die ist doch bestimmt tot, die Frau.
Fletcher's Bay. Eine halbe Stunde haben wir noch mit unserem Experience Points. Ich weiß jetzt nicht, ob das so viel super mega geil jetzt gebracht hat, aber warum nicht? Wenn wir die Möglichkeit schon haben, ne? Uah! Zeit für Krallen, Power! Friss Blei! Heilung! Das war die hässlich. Zerbrochene Anhänger benutzen. Okay. Diese Frau sollte den Nebel nicht überleben und so gesehen hatte sie das auch nicht. Das ist keine Ironie, sondern der Lauf der Dinge. Ein derartiger Anhänger sorgt für den falschen Händen nur für Verwirrung. Zum Glück ist er jetzt in den richtigen. Er kann zwar immer noch für Verwirrung sorgen, aber die können wir kontrollieren und damit ist es die Art von Verwirrung, die wir mögen, nämlich Chaos. Hoffentlich lernen sie aus dieser kleinen Episode, wie ein scheinbar unbedeutendes Ereignis an Gewicht gewinnen kann. Naja. Ich wüsste jetzt nicht genau, wie das jetzt super Gewicht gewonnen hat, aber außer, dass wir fast 9600 Erfahrungspunkte bekommen haben. Aber egal. Wir müssen jetzt zum verlassenen Fischerboot. Da unten ist noch so eine Quelle. Die haben wir anscheinend vorher schon entdeckt gehabt. So. Hier waren noch irgendwo eine Zombies. Die habe ich ja eben gesehen. Da sind sie schon. Ein bisschen Abstand. Und dann. Oh. 433 Erfahrungspunkte. Da sind auch noch Zombies. Ich finde das echt. Die Reichweite ist echt gut da drin hier. Ich habe vorher mal schon Runden gespielt gehabt, habe ich euch erzählt. Und da meistens Nahkämpfer gespielt. Und das ist schon echt ein anderes Gefühl, jetzt hier zu spielen mit der Assault Rifle. So, was kann das? Trefferwert ist ein Buff. Also kommt der hier hin. So, jetzt kommen wir wieder auf unsere Taktik zurückgreifen. Zurückweichen. Aber wenn man Nahkämpfer bespielt, habe ich ja eben gesagt, da sind diese Viecher echt fies. Aber hier ist das echt kein Thema mit diesem Zurückweichen. So, machen wir jetzt direkt den nächsten. Ja, fast keine Chance. Ah, jetzt habe ich zwei gezogen. Scheiße. Und noch einen von den anderen. Komm, stirb! Oh, noch einer. Noch einer. Ja, ich darf halt jetzt nicht, stimmt doch. So. Krass. Mal ein bisschen Heilschüsse einfliegen hier. Krass. Das waren jetzt 5 Stück. Da wäre ich mit einem Nahkämpfer jetzt sowas von gestorben.
It's all about sich bewegen. Puh. Aber nice. Hat Spaß gemacht. Hüpf. Dieseltank. Will ich mich mit dem anlegen? Ich glaube nicht. Ich glaube, den Typ hier, den kann ich mir schnappen. Noch ist er zu weit weg, aber jetzt kann ich ihn holen. Da kommen auch direkt wieder zwei. Nein, nimm den hier vorne. Ah. Ah, ich bin gefangen. Aus. Halbschuss. Ja, guck mal, ich heile mich hier langsam wieder hoch. Ja, super. Und für den Rest ist das ganz gut. Aber es gibt gut Erfahrungspunkte. Da oben ist noch einer. Läuft. Läuft bei uns. Läuft, läuft, läuft. Naja, das ist echt gut. Also der Charakter macht auch ordentlich das, was er soll. Er macht auch ordentlich Schaden. Ich hatte zuerst ein bisschen Befürchtung, dass die Charakterklasse als Heiler so ein bisschen anspruchsvoll, also mit zu anspruchsvoll ist, wenn ich alleine spiele. Voll viele Streiftreffer schon wieder, habt ihr das gesehen? Ich müsste das Ding mal wieder anschmeißen. So, Energy Tree. Ne, Barriere ist Zeugs, ne? Ah, die kann man leider nicht übereinander nehmen. Na, schade. Was haben wir denn hier? Peter Codex. Okay. Macht das Ding eigentlich nochmal? Verhindert Schaden. Ich musste das hier hin, ne? So. Mehr Trefferwert wird bei Tod entfernt. Machen wir mal. Holen wir uns mal. Dann schauen wir mal, was das für einen Unterschied macht. Komm her. Ich sollte das öfter mal einpflegen hier, diese Verbraucherkraft. Die macht nämlich auch ordentlich Damage. Wie macht die? Außerdem einen zusätzlichen Treffer pro Verbrauch der Sturmgewehrressource aus der 18 körperlichen Schaden pro Treffer. Boah, ja. Wenn ich die voll aufgeladen habe, dann ist das ordentlich. Was? Komm hier hin. Ja, jetzt habe ich wieder direkt zwei gezogen. Ey, der flieht! Drecksack! Ich hatte den fast. Ich darf den nicht zu weit weglocken von ihrem Standpunkt. Naja, gut.
Wieder eine Pistole, ey. Also mit Pistolen nur hier. Ne, ist eine Schrotflinte. Okay. Kann ich nicht hier mal Zeug, was ich gebrauchen kann, finden? Das wäre nice. Das gibt alles viel Erfahrungspunkte. Wo müssen wir eigentlich jetzt hin? Wir müssen zur Freiwilligen Feuerwehr schon wieder. Die war doch hier vorne irgendwo. Hab ich gar nicht mehr drauf geachtet, wo wir jetzt hin müssen, vor lauter Zombie-Killerei. Hab ich die Mission voll aus dem Auge verloren. Aber hier waren wir ja auch schon zweimal drin in diesem Feuerwehrhaus. Jetzt hier mache ich das natürlich nicht, ne? Welche Idiot. Na gut, der kann das trotzdem nix. Hier scheinen auch vorher schon mal wieder welche drin gewesen zu sein. Sind noch nicht alle Zombies wieder auf dem Posten. Ne? Die Taktik funktioniert auch hier äußerst gut. Perfekt. Killermaschine, Koali. Wenn das bei Plants vs. Zombies immer so klappen würde. Das ist inzwischen wieder neuer. Ja, richtig schnell kriege ich ihn nicht umgetötet, aber ich kriege sie relativ sicher getötet. Aber wenn ich das mit meinem Nahkämpfer vergleiche, der hat die wesentlich schneller gekillt. Ah, der steht wieder auf, ich wusste es. Das machen wir schon mal. So, neue KP. Dann machen wir jetzt mal ein bisschen Nahkampf hier. Die Nahkampfangriffe sind auch nicht ohne. Zack. So. Die geben auch anscheinend mehr Erfahrungspunkte als diese großen Viecher am Hafen, obwohl die weniger aushalten. Boah, fuck you. Jetzt haben sie mich hier in der Falle. Faustschläge. Kitty, Kitty. So, und den machen wir auch noch. Sniper. So, da ist auch noch einer. Ja.
Und jetzt wieder hier rein. Das kennen wir alles schon. Komm, machen wir einmal einen letzten Nahkampf. Okay, doch nicht komplett, aber fast. Schon wieder eine Pistole, ey. Meine Güte, was finden wir? Hätten wir auch eine Pistolen-Eini-Eumel gespielt hier. Doppelpistolen. Doppelpistolen, Doppelpistolen und eine Schrotflinte. Was haben wir hier? Durchdringungswert. Kann man auch direkt mal nehmen. Schadet nicht. So, und hier oben sind endlich die Kühlbeutel, die wir suchen. Den da hinten machen wir auch noch platt. Ah, oh, fuck. Falsche Taste gedrückt. Kommt bei mir ja öfter vor. Ah, der hat gar keine Erfahrungspunkte gebracht. Betrug! Achso, das ist wahrscheinlich dieser besondere Feuerwehrmann ist. So, auf zum Kaffee, auf zum Atem. Das ist auch ein nettes Outfit, Capri-Hose und so ein schönen Pulli. Schrotflinten. Er macht die gleiche Technik, die wir machen. Benutzen, dann zurückweichen. Allerdings können wir das von weiterer Entfernung machen. Was ja nicht unbedingt schlechter ist, ne? So, zum Kaffee. Hier ist ein Nahkampfschnitzel unterwegs. Und hier gibt es Orangensaft für uns. Jam, 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 jam. Orangensaft, bevor ich krieg Durst. Muss gleich erstmal was Leckeres trinken. Trinken. So, zurück zum Moses. Hallo Moses. Moses Material in die Kiste legen. Okay, legen wir es in die Kiste. Und senden den Bericht und bekommen auch was dafür. Den Columbanus. Kleinen Talisman 1. Braucht das. Okay. Gut, dass wir einen Fähigkeitspunkt haben und den in kleine Talisman investieren können. Dann können wir den nämlich dann gleich mal ausrüsten. Denn der ist besser als unser Abbild, was wir gerade da haben. Zack. So, dann haben wir hier wieder 3 KP, können wir die irgendwo verbraten. Was müssen wir eigentlich hier machen? Drauf und weg. Immer wenn ein Feind stirbt und sie noch eine verbleibende Schrotflintenressource haben, wird dieser Feind... Warum sollte ich denn das benutzen? Ach so, weil es eigentlich ein Sturmgewehr-Schrotflinten-Dings-Kombo ist. Ja, für 3 KP... So, was ist denn dann noch? Können wir uns die 3 holen? Dann brauchen wir noch 2, 5, 9. Damit wir hier den Baum voll haben. Aber dann bleiben wir jetzt beim Schrotgewehr hier. Haben 3 Punkte. Da können wir nichts mehr holen für 3. Hier können wir das Ersatzmagazin kaufen. Damit wir dann unten zu. Achtung, Granate kommen! Das klingt schon geil. Was macht das denn? Verbraucht alle Sturmgewehrressourcen, bringt eine Stachelgranate am Ziel an, die ordentlich Schaden macht und 2 Sekunden später detoniert und abhängig der verbrauchten Ressourcen körperlichen Schaden nochmal verursacht. Ja, geil, Granatwerfer. Läuft. Finde ich gut. So. Machen wir noch hier. Lust auf Zerstörung annehmen. Meine Lust aufs Leben ist meine größte Schwäche. Auf der Straße habe ich begriffen, was genau das denn eigentlich bedeutet.
Und das war mehr, als ich gewollt hatte. Das Leben ist zu wertvoll, um auch nur einen einzigen Sonnenaufgang wegen eines blauen Auges zu verpassen. Trotzdem, das Schlimmste ist Gleichgültigkeit. Ich habe anständigen Leuten schon immer geholfen. Und wenn ich aus Baton Rouge etwas weiß, abgesehen von Klasse Bourbon Chicken, dann, dass ich Zombies abgrundtief hasse. Ja, draußen auf der Straße wartet echte Erleuchtung auf dich. Der einzige Zeuge ist der weite Himmel. Nur in der Einsamkeit erkennst du deinen Charakter. Wenn du alleine draußen bist, siehst du tief in dich hinein. Aber du brauchst deine Seele nicht zu suchen, wenn du keine hast. Und Einsamkeit ist keine Festung gegen lebende Tote. Nein, wir müssen zusammenhalten. Das ist ein Charaktertest der extremen Art. Diese Werkzeuge des Todes sind so weit, dass sie funktionieren müssten. Aber wir brauchen einen Testlauf. Am besten an einer Stelle, wo wir keine Gartenzäune einreißen. Ja, eine Stelle, wo wir keine Gartenzäune einreißen. Also müssen wir Minen mitnehmen. Okay. Okay. Und jetzt müssen wir 20 Zombies an Minen locken. Ja, hier macht gerade auch jemand diese komische Quest. Wir können ja mal nach vorne gehen, dann sind, glaube ich, auch immer Zombies. So, hier sind auf jeden Fall welche. Inventar. So, jetzt stellen wir uns hinter die Mine. Mal hier mal auf die andere Seite schieben. Und dann machen wir die nochmal an. Warum ist die nicht über die Mine gelaufen? Hey, Betrug! Jetzt sind sie erst in die Mine gelaufen. Okay. Bisschen Heilung. Okay, drei haben wir schon mal. Schauen wir mal. Vorne sind nämlich auch immer Zombies. So, Mine. Dann anlocken. Ah, andersrum. Bam. Sehr schön. Hier sind auch immer Zombies. Komm. Boom. Ist noch ein Zombie. Einen mache ich jetzt hier keine Mine hin. Da vorne waren aber noch Kollegen von dir. Die hätte ich gerne. Kann ich die analysieren? Ja, kann ich. So, hier hin. Put, 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 put. Boom. Sehr geil. So, und da stehen schon wieder welche auf. Perfekt, können direkt in die Mine laufen. Läuft. So, da sind keine. Hier vorne sind welche. Also hier mal eine hin. Und locken die mal ein. Gewehr. Das ist gut mit dem Gewehr. Kaboom. Ein Zombie noch. Ah, da vorne ist schon wieder einer. Mine. Und bam. Läuft. Okay. Inventar wieder zu. Und jetzt müssen wir mit Propan gefüllte Flaschen mitnehmen. Molotov Cocktail! Yay! Sehr gut.
Aber die machen wir nämlich nicht jetzt, sondern mit diesem Bild beenden wir diese Folge und beim nächsten Mal seht ihr dann, wie ich Zombies mit Molotow-Cocktails platt mache. Ist doch mal eine Sache, damit ihr wieder zuguckt. Bis dahin, have fun. Bye, Koali. Tschüss.